Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Hoher Besuch bei der Wiener Müllabfuhr. Bundespräsident Van der Bellen schaute sich im Altwarenmarkt um, ließ etwas dort und nahm etwas mit. Wien ist cool, das findet die Mafia 8 und der Bundespräsident Van der Bellen. Bild: Helmut Graf. Ein Ausi-Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch rund 1,5 Stunden gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmiedauer den 48er-Tandler in der Siebenbrunnengasse besucht. Das Magistrat für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark MA48 bietet dort intakte Altwaren von Kleidung, Möbel, Fahrräder über Geschirr, Bücher bis hin zu Spielzeug und Musikinstrumenten. Stadträtin Uli Siemer, SPÖ, begleitete ihn. Bundespräsident ließ grüne Reisetasche im Altwarenmarkt. Der Bundespräsident spendete eine grüne Reisetasche, die er aus den Vereinigten Staaten von Amerika mitgebracht hatte. Zusätzlich spendete er ein Donald Duck-Comic, Die Katze des Rabbiners von Joanne Safer und Murphy von Samuel Beckett. Als Geschenk bekam er hingegen eine limitierte, rekonstruierte Glocke, die vor langer Zeit die Ankunft der Müllabfuhr ankündigte. Zusätzlich erhielt er einen Regenschirm mit dem Branding des Magistrats und hielt schließlich auch eine Ansprache an die Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass Wien eine saubere Stadt ist. Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch im 48er-Tandler. Der 48er-Tandler. Der 48er-Tandler ist der Wiener Altwarenmarkt. Dort bekommen Vintage-Möbel, Geschirr, Kleidung und Bücher eine zweite Chance. Die gut erhaltenen Gegenstände, die dort verkauft werden, stammen von den Wiener Mistplätzen, von nicht abgeholten Gegenstände des Fundservices, nicht mehr benötigte Gegenstände der Stadt Wien, sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit der Abgabe von Altwaren auf den Mistplätzen oder Einkauf beim 48er-Tandler werden auch soziale Projekte unterstützt, wie zum Beispiel die Gruftbetreuung von Obdachlosen, das Integrationshausbetreuung von Flüchtlingen, das Tierquartier Wien, Tierschutzkompetenzzentrum oder der Verein E.Motion Equotherapie. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen. No. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.